Mir reicht's. Ich stehe jetzt auf dem Block drauf. Mensch. Kann ja nicht sein. Also das sind, wie gesagt, abgefahren schwierige Sachen. Und deswegen hoffe ich, seht ihr mir das nach, wenn ich hier ab und an mal runterfalle und mich dann zu dem nächstbesten Punkt, den ich moralisch vertreten kann, zurückwerfen lasse. Oder wenn es einfach mal überhaupt nicht weitergehen will, dass ich mich dann auch weiterwerfen lasse. Aber eben auch so, dass es dann auch halbwegs fair bleibt und auch im auch in einem fairen zeitlichen Rahmen. Ich könnte natürlich einfach sagen, okay, diesen Sprung habe ich nicht geschafft, gut, dann auf zum nächsten. Nee, also ein bisschen probieren muss natürlich auch sein. Und ob ihr euch das anseht, das ist mir eigentlich total egal. Das ist ja nun nicht mein Bier. Haha, damit habe ich überhaupt nichts am Hut. So, denn es geht, glaube ich, primär um Spaß haben oder so, hatte ich mal gehört. So war das nicht. Ich dachte, ich könnte dann diesen einen Sprintvorgang überspringen. Haha, witzig. Aber das sollte man doch eher nicht machen. So, let's fly together. Volume 5 müsste das sein. Oh! Das war's auch nicht. So. Mensch, das ist... immer springe ich zu weit. Ich bin, glaube ich, etwas aus der Form. Oder springe nicht weit genug. Das hatten wir auch lange nicht, schon nicht mehr. Also wie gesagt, wer das hier flüssig sehen will, der muss sich, weiß ich auch nicht, wen ansehen, wer das schon gemacht hat. Da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Ich hätte es mal machen sollen. Hätte ich mich geringfügig inspirieren lassen können. Bei solchen einfachen Sprüngen, also vergleichsweise einfach. Wie diesen hier, die ich aber schon ziemlich schwierig finde. Mensch. Warum hasst ihr mich denn alle? Nee, also ich springe da immer zu weit. Das kann so nicht weitergehen. Nein, so war das auch nicht. Aber das war schon dicht dran. Ich muss nur ein wenig weiter nach vorne. Dann wird das, glaube ich, auch was. Zumindest in endlicher Zeit. Manu, habe ich doch gemacht. Ich habe das jetzt theoretisch so gemacht, wie ich es mir vorstelle. Klappt aber noch nicht so unglaublich gut, wie ich es mir dann doch erhofft hatte. Hm. Naja, das Leben ist hart und wir sind eben nicht Gerhard und springen lieber, also laufen lieber gleich, bevor wir springen. Naja, sehr beliebt. Einfach runtersegeln und mal gucken. Ach, Mann. Sieh doof, Mann. Mir reicht es. Auch wenn ich das nicht gerne mache, aber bevor es gar nicht weitergeht und dann ich nachher Hau bekomme, weil, hey, dann cheatet er doch einfach rüber, ist mir doch voll egal, Hauptsache wir erleben hier mal was, kann ich auch gut nachvollziehen. Okay, ich glaube, da oben ging es nicht weiter. Auf zur Wolle. Hat schwupp und schwupp und ab in die Katakomben. Katakomben. So, epischer Creeper-Kampf wartet natürlich hier unten, wer was sonst. Ein Bettchen, ist es Nacht, ist nicht Nacht. Okay, dann nicht. Aha, Creeper, komm doch her. Ha. Ha. Ich hätte ja so gerne den Checkpoint. Ob es nicht wirklich schon Tag ist? Aber dann müsste ich ja... Ach nee, müsste ich gar nicht zurück... Ah, perfekt. Dann können wir ab hier gleich wieder starten, wenn wir dann das Zeichen hier segnen. Sonst lande ich den gleich wieder oben. Irgendwo draußen und müsste mich dann da wieder durchwursteln. Leiter, da geht's weiter. Gut, dass da Glas ist, sonst würde ich auch aufgeben. Schwimme hier hoch und hoffe, dass du nicht stirbst. Ich glaube, diese Lapislazuli Blöcke haben etwas mit der Lösung zu tun. Also man schlingert hier immer noch so ein bisschen nach, ne? Ich gehe hier einmal nach links und watschel dann. Okay. Bin ich mal so fair. Am Boot der Tatsachen angelangt. Hier gibt es aber eigentlich herzlich wenig, ne? Außer einen Wasserfahrstuhl, der uns gar nichts bringt. Nee, wir müssen das schaffen. Sehr freundlich, dass hier
etwas Glas installiert wurde, dann ist das nicht so unbedingt unfair. Hallo, ich bin... Bin ich wirklich? Habe ich jetzt den Flugmodus an? Nee. Ich hatte schon Bedenken. Hier. Ich will ja nicht dauerhaft rumcheaten. Ich möchte ab und an auch mal was selber hinbekommen. Hallo. Ah, jetzt habe ich ihn aber gedrückt, ne? Ach, das ist ein Traum, wenn ich nicht mal weiß, welche Tasten ich hier drücke. Du, wie machen wir das? Vielleicht lasse ich die Leiter auch mal ganz aus. Ich glaube, das ist der Sinn der Sache. Und dann da so ran. Knapp, aber dicht dran. Gut. Also mit Leiter auslassen ist das schon gar nicht mal so verkehrt. Nur in der Ausführung noch nicht unbedingt so das Beste, was ich hier gesehen habe. Also auf diese Kante rauf und dann töten lassen. Ist so dein neuester Spaß. Frisch aus Hollywood. So, also springen und töten lassen. Wie gesagt, das ist ja immer noch sehr beliebt. Ja, wie angekündigt. Kann es sein, dass es manchmal etwas hakt? Wir kommen nicht darüber. Ich mag solche Sprünge viel lieber. Die kann man dann noch so ein bisschen kalkulieren. Aber Dette hier, das ist immer so, kriege ich jetzt die Leiter, also erwische ich die noch so ein bisschen oder erwische ich sie nicht? Oder falle ich einfach mal gleich runter? Ich probiere hier nochmal einen, also nochmal einen Versuch hier. Mit, nee, das klappt auf jeden Fall nicht. Es wäre natürlich auch noch denkbar, dass ich das Ganze hier zusammenschneide auf. Weiß nicht, entweder je nach Thema, entweder die Highlights des Fails oder des Sterbens, was ja das gleiche ist. Das eine verschärfter als das andere. Oder so eine Art raus... Aha, yay. Also rausgeschnitten, was anders nicht funktioniert hat, die ganzen Fails. Um dann einmal zu sagen, wow. Auch wenn das jetzt ab und an mal ein bisschen heftige Bildwechsel sind, kriege ich dann in 35 Minuten das einmal durchgespielt. Geht es da oben irgendwo lang? Ich glaube nicht. Macht aber auch gar nichts. Lapis Lazuli sieht echt schnieke aus, auch wenn man das nur zum Färben verwenden kann. Ich hatte den Runterfallen, das Runterfallen schon gesehen. Das ist sehr liebevoll gestaltet. Überall mal so ein bisschen Kohle in die Wand gesetzt. Nee, Kohle gar nicht, sondern eher Eisen. Ich wollte gerade sagen, ach, da ist Kohle, genau. Hallo! Gut, hier waren wir, glaube ich. Hier waren wir. Wow, das, ohne Worte. Gut, das hat geklappt. Das auch. Immer wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bin ich einfach mal kurz still und hoffe, dass es dann besser wird. Ach, Herr Jemini. Oh, da auch noch. Nee, das ist jetzt... Wo ist das? Dieser hier. Nee, der ist nicht da direkt drüber. Ich hatte schon angenommen, das wäre ein bisschen unfair. Ach, ouch. Da. Wir müssen ein wenig zurückfliegen. So, hier in etwa. Oh. Immer wenn ich eine so eine etwas anspruchsvollere Stelle halb geschafft habe und dann doch, um dann doch runter zu segeln, so wie hier, muss ich dann doch erstmal die ganzen Basics wieder von vorne lernen, also das Rad neu erfinden. Wie schaffe ich es, einen Schritt zu machen? Wahnsinn. Drücken Sie dazu folgende Taste, und zwar sterben, das ist ja F2 bei mir. Das ist total unbequem und unangenehm zugleich und... Ich kann auch mehr Synonyme finden. Haha, vielleicht auch dieses auf einem Block drauf hüpfen und weiter fliegen, als ich möchte. Das hat mich schon so oft hier das Leben gekostet. Manu. Da muss ich mir dann ernsthaft überlegen, ob ich diese Versuchsreihe doch ausstrahlen sollte, denn bei so viel Blödheitsausstrahlung wie gerade ist das ja kaum noch zu toppen.
folglich... Oh, ich springe immer gegen die Wand. Ah, da liegt der Hund begraben. So. Aha, das ging auch ohne Fliegen. Aber ich sage schon die ganze Zeit Fliegen. Also es geht auch ohne Sprinten, aber dieses hier nicht. Ich glaube, ich... Ich glaube, wenn ich lande und im Flug, also bevor ich lande, wenn ich dann die Shift-Taste hier drücke, pralle ich einfach ab, dann ist das so ein komischer Stoß und ich werde nicht, die Energie geht nicht auf, weiß nicht, eine Knie oder diesen Block hier, sondern einfach gnadenlos, ne? Werden wir entsprechend weitergeschossen. Sehr. Wunderhübsch. Dann, ich glaube, diesen hatte ich eben nicht so richtig hinbekommen. So, sehr schön. Puh. Ja, ich, genau, mach den einfach mal weg. Geh weg, geh weg. Gibt's da vielleicht irgendwo einen Knopf? Einfach aufdrücken. Wollte ich nicht, Entschuldigung. Können wir aber eigentlich auch mal machen, warum nicht? Was kann man da eigentlich mit schießen? Können wir zum Beispiel die Fackel hier abschießen? Oh, die muss ich gar nicht so doll vorhalten oder drüber halten. Patsch. Gut, das wäre jetzt zu den Pfeilen. Also ich müsste eigentlich hier oben dran vorbeifliegen. Und dadurch ist, glaube ich, nichts. Aber das werden wir sehen. Schade ist, dass man von hier nicht zurück kann. Das ist wirklich sehr schade und auch ein wenig gemein. Müssen wir den ganzen gemeinen Weg wieder zurück. Okay, ich probiere das einmal so, was in der Tat sehr gut funktioniert hat. Ah, wie machen wir das denn am besten jetzt? Das mit außen lang ist zwar in der Theorie sehr gut, aber ich weiß nicht, ob wir das wirklich hinbekommen. Da müsste ich ja eigentlich hier so hin, ne? Das war, glaube ich, schon echt dicht dran. Für meine Verhältnisse so. Wo waren wir hier, ne? Okay, nochmal. Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt, sonst hätte ich das hinbekommen. So, wieder auf meinen Lieblingsblock, auf den Mob-Block. Nee, auf Mob, ne? Mob. Mensch, ohne Freund. Ja, ich bin glücklich. Wahnsinn, da ist die Kohle. Lass mitnehmen. Ah, ich habe nicht nach oben geguckt, Entschuldigung. Nee, die Kohle können wir natürlich gleich mitnehmen. Ich muss nur noch kurz meinen Samthandschuh holen, dann können wir das alles abbauen. Da gibt es doch sogar so eine Verzauberung. Silk Touch oder Runterfall oder Touch oder... Nee, ich glaube, es hieß sogar Silk Touch. Wo auch immer für das gut sein soll. So. Ah, Manu. Ich wollte gerade sagen, wo bin ich gerade, aber schon wieder im Flugmodus. Ach, das kann ja nicht gut gehen. Laufen und springen und runterfallen und zurückfliegen. Ich glaube, daraus wird sich diese Episodenreihe auch zusammensetzen. Aus zwischendurch mal in die Lava hüpfen. Ist die eigentlich im stehenden Zustand animiert? Nee, ne? Das ist ja komisch. Ich dachte eigentlich, die wäre jetzt animiert. Vielleicht habe ich das auch ausgeschaltet, wer weiß. Ich mache ja gern mal solche Sachen. Ich mache irgendwas und habe dann nachher keine Ahnung mehr davon. Wie ärgerlich. So, ich habe ein bisschen Platz zum Anlaufen. Ja, hier so hin und dann laufen und... Ah, ich glaube, wir haben da zu wenig Platz, um anzulaufen. So, ganz hinten ran. Etwa da hinziehen. Laufen, springen und... Ich hab mich festgehalten. Hab ich wirklich. Großes Indianer-Ehrenwort von Häuptling zu Häuptling. Du, irgendwo da habe ich hingezielt. Laufen, springen und festhalten. Haha. Suppi. Ich gehe dann schon mal hier in die Ecke. Um dann da oben nicht gegen zu fliegen, was sehr gut funktioniert hat. Hallo. Das ist wirklich eine Geduldsprobe. Bin mal gespannt, ob sich das überhaupt jemand antut.
Aber wenn ich hier hin springe, dann dürfte er doch gar nicht rumnerven, außer dass ich ihn nicht treffe. Ja. Das sind echt super viele Sprünge, weil die ich bislang noch nie gemacht habe. Never. So geht das auch nicht. So, wie machen wir das denn? Dann machen wir das so.